Hey liebe Holians-Freunde, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, heute eine traurige Nachricht. Ja. Ja, ist schon frustrierend. Nach mehreren Jahren und mehreren Videos geht's bei mir weiter. Ich und meine Frau werden an der Bibelschule gemeinsam arbeiten. Dann bleibt mir nicht mehr so viel Zeit, die Videos zu machen. Aber wisst ihr was? Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre, diese Videos für euch zu machen. Und mein Herz hinter den Videos, das ist immer noch das Gleiche. Ich bin von Herzen davon überzeugt, dass Gott Jugendarbeit wirklich gebrauchen will in dieser Welt, um was zu reißen. Ihr habt so, so viel Potenzial bei euch in eurer Jugendarbeit und in euren Teilnehmern, die zu euch kommen. So viel, was Gott in euch reingelegt hat. Und ich hoffe, wir wünschen uns, dass diese Videos dazu beitragen, dass das Potenzial noch mehr rauskommt. Und deswegen soll das noch weiter passieren. Diese Videos werden noch weiter gemacht. Und wisst ihr, Leute wie ich gehen, aber Holy Hünz bleibt. Und wenn Holy Hünz geht, dann bleibt Gott. Und deswegen wünsche ich euch von ganzem Herzen, bleibt an Gott dran. Bringt dieses Potenzial, das Gott in euch reingelegt hat, wirklich zum Strahlen. Ich möchte noch zum Schluss Danke sagen an Flo und Dora. Vielen Dank, war richtig cool mit euch diese Videos zu machen. Und an Philipp, der aus diesem Misch, den ich dem geschickt habe, die besten Videos gezaubert hat. Vielen Dank, Philipp. So, bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, macht's gut und God bless. Und zum letzten Mal. Peace. Yes, go. It's Corona time. In diesem Lied ist die Story von Ingrid's Onkel Gunther. Oh, sieht scheiße aus. Gunther hat einen Hipster-Bock, einen Küchentisch und ein nices Lampenfahrer. Nee, Gunther war nicht die Kamera ausmachen. Wir haben jetzt Andacht. Ich hab's gleich. Irgendwas ist anders mit dem Gunther, denn er geht. Denn er geht mit Gott. Oh, oh, oh. Was wollt ihr? Jugendarbeit machen. Geil. Denn er geht mit Gott. Oh, oh, oh. Gar nicht so schlecht. Mmh, lecker. Gurke. Onkel Gunther lebte munter. Nein, ich habe Kohleinformation. Die Gurke. Entschuldigung. Ob Corona-Quarantäne, egal ob Straße oder Strandkorb, ob Küchentisch, lebt gut 1,5 Meter Abstand. Mal ehrlich, das ist schon ziemlich weit. Wo ist eigentlich mein Spielding? Ah, geil. Es lebt noch. Füße! Füße! Egal wo er hingeht, er liebt diesen Jesus. Let's go! Jesus liebt ihn. Whoa. Deshalb ist er anders. Yeah, yeah. Kommen wir zum letzten und dritten Punkt. Nummer 3. Nochmal. Onkel Gunther. Ja, das passt. Hey Leute, love you.